Das Radiosignal, das wir hier gefunden haben, kommt von einem einsamen Mann mit einer Radiosendevorrichtung. Hallo, Freund, mein Name ist Guy, sagt er. Ich brauche Hilfe. Was brauchst du denn? Den könnte ich jetzt gar nicht erschießen, schau. Schade. Mein Cousin oder lebt in der Stadt Colonia. Und eine Plage herrscht dort. Der Kurier transportiert das Heilmittel. Der Kurier, der das Heilmittel transportiert, reagiert nicht. Kannst du mir helfen? Na klar, dann machen wir das. Und jetzt? Purge the Plague. Distance, aber wo? Ah, warte, ich habe einen Pfeil jetzt bei meinem Auto. Ja, guck, die KMH-Zahlen gehen sogar runter. Cool, ich verstehe. Schon langsam würde ich gerne mal kämpfen, ehrlich gesagt. Aber ansonsten finde ich es ganz nett bis jetzt, das Spiel. This stretch of desert is littered with wrecks of Privateers. Also, Privateers und Raiders und Torbak-Vehikel sind hier überall. Die drei bösen Fraktionen. Hier hat anscheinend eine große Schlacht zwischen den dreien stattgefunden. Schauen wir uns mal die Trümmer genauer an. Wer auch immer gewonnen hat, hat schon alles geplündert, was hier noch an Wert war. Wir finden nichts Sinnvolles mehr. Na dann weiter. Ein Ausrufezeichen. Schauen wir mal kurz rein. Eine Geisterstadt namens Yekrut. Ah. Die mit Staub bedeckten Straßen und so weiter. Alles ist ganz schummrig und unheimlich. Einst eine florierende Minenstadt wurde schnell verlassen, als die Erde giftige Dämpfe ausgespuckt hat. Durch zu offensives Graben. Wir drehen die Windows, die Fenster hoch, um kein Gas in die Fahrzeugkabinen zu kriegen. Am Rand der Stadt finden wir einen überraschend großen Schrottplatz. Am Tor steht Dank Yachank. Als wir reingehen, sehen wir einen jungen Mann mit geschmolzenem Metall, der gerade in eine Form gießt das. Okay. Cool. Und ungefähr zu uns her so winkt. Hallo! Sagt er fröhlich. Mein Name ist Tinkerton, aber bitte nenn mich Tink. Mein Vater ist momentan nicht hier, aber vielleicht kann ich dir ja helfen. Ich suche nach einer Omnidirectional Booster. Das ist eins der Teile, die wir brauchen wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ah ja, die kenne ich. Ich weiß aber nicht, ob man das hier auf dem Schrottplatz findet. Oder überhaupt irgendwo. Mein Vater weiß, wo man so Zeugs findet. Ich bin nur hier, um zu lachen, zu schmelzen und zu schmieden. Okay. Ich kann dir aber leider nicht das I might be able. Ah ja, er kann mir möglicherweise das Item schmieden, das ich brauche. Erzähl mir mehr. Na, ich bin ein ziemlich guter Schmied. Ich denke, ich könnte dir da was zusammenbasteln. Easy peasy. Wenn du mir die Rohstoffe dafür bringst, bin ich froh, helfe ich dir gerne. Diese Booster können sehr hohe Temperaturen erreichen. Also werden sie normalerweise aus Kobalt-Legierungen hergestellt. Zum Glück gibt es eine Glockdot-Mine in der Nähe, in dem man dieses Material finden könnte. Bring mir einen guten Haufen von diesem Glockdot-Erz, 50 Schrauben und 5 Liter Benzin. Und ich bin schon so gut wie fertig, quasi. Jetzt warte mal, aber jetzt will ich eigentlich erstmal
die Plage machen. Ah ja. Aber jetzt wären wir schon... Nee, dann bleiben wir doch hier. Jetzt mache ich erstmal das. Die Plage ist noch weiter weg. Aber ich verstehe jetzt auch, wie man die Quests auswählt. Das Spiel mag ich. Das ist so ein... Ich weiß, das ist so ein Spiel, obwohl das natürlich total neu ist, löst das in mir so nostalgische Gefühle aus. Da würde ich gerne auf dem Teppich sitzen vor einem kleinen Röhrenmonitor und irgendwie nachts, es ist dunkel, man ist nur beleuchtet vom Bildschirmlicht und stellt sich vor, wie geil und verwüstet und gruselig alles ist. So Spiele mag ich, die die Fantasie anregen und mich so in Nostalgie schwelgen lassen. Wir kommen bei der KJL Trading Company Karawane vorbei, die auf uns zukommt. Okay. Das hier sind relativ sichere Lande. Deswegen sind sie nicht so schwer bewaffnet. Wir schießen nicht auf sie, sondern wir begrüßen sie. Hallo, was kann ich für dich tun? Schauen wir mal, ob wir irgendwas bauen können. Kaufen meine ich. Ob die irgendwas haben, das wir brauchen können? Ein Mine Layer. Ich weiß nicht genau, was ein Mine Layer ist. Brauche ich das, um in der Mine graben zu können? Eine Buzzsaw, eine Säge oder ein EMP Blast. Wir haben ziemlich viel Schrauben. Wir könnten alles kaufen. Machen wir. Nee, warte mal. Ich kann nur eine Sache kaufen. Oh nein, ich wollte alles kaufen. Ach komm, das ist ja blöd. Naja, jetzt wissen wir es. Laut Tinkerton, das Glaukodot, die Glaukodot-Mine sollte hier in der Nähe sein. Sieht so aus, als hätte er recht gehabt. Cool. Durch einen riesen Glücksanfall, sehr gut übersetzt, ist die Mine außerdem unverteidigt und es wird super leicht, da reinzugehen und das die nötigen Erze zu holen. Okay, wenn wir uns recht erinnern, braucht er außerdem 50 Schrauben und 5 Liter Benzin. Los geht's. Haben wir jetzt das schon oder wie? EMP-Blaster habe ich da unten. Hey, wie kann ich denn... Man konnte doch irgendwie im Tutorial, hat mir es doch gesagt, das Camp aufschlagen, damit ich meine Fahrzeuge aussuchen kann oder irgendwie so. Ausrüsten kann, oder nicht? Ich dachte schon, aber irgendwie geht's nicht. Weil ich hätte jetzt hier einen EMP-Blaster, den man ausrüsten könnte. Naja. Wir sind zurück beim Junkyard und suchen jetzt nach Tinkerton. Aber der Junkyard wurde, der Schrottplatz wurde angegriffen bei einer kleinen Einheit von Privateers. Verteidigung! Okay. Wow. Die bewegen sich ganz schön viel. Damit habe ich nicht gerechnet. Holt sie euch, Leute. Okay, jetzt haben wir sie. Hoffe ich. Hey. Hey. Yes. Okay, alle auf den würde ich sagen. Komm. Ah, einer ist gegen irgendwas gefahren. Cool. Das gefällt mir. Den haben wir. Oh oh. Weg hier. Oh, Mist. Oh oh, weg hier. Cool, das hätten wir geschafft. Wir finden ein bisschen Loot. 10 Benzin, 63 Schrauben. Tinkerton kommt aus dem Schrottplatz und lächelt uns an. Alles in Ordnung? Ja, danke schön. Dank dir. Weißt du was? Ich mach dir deinen Omni-Director-Booster... vollkommen kostenlos. Nee, komm hier. Das hast du dir verdient.
Oh Mann, du bist wirklich großzügig. Tinkercom, er nimmt das Erz und fängt an, es in Kobalt zu raffinieren. Er wischt sich den Schweiß von den Augenbrauen oder so und baut uns unser Zeugs und wir kriegen unser Zeug. Awesome! Okay, nachdem du mir geholfen hast, kann ich es nicht einfach dabei belassen. Ich glaube, ich habe noch irgendwas wirklich Nützliches rumliegen für dich. Warte mal kurz. Okay, warten wir mal kurz. Nach einer Weile kommt er zurück und gibt uns eine Taunter-Chainsaw. Oder das sind zwei verschiedene Sachen. Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Ich schau mal, Aldus, ob es bei mir auch spinnt. In meinem Kontrollstream sieht es aber eigentlich gut aus jetzt. Sieht nicht so aus, als würde da irgendwas nachladen müssen bei mir. Eigentlich. Ja, Fallen Crusader sagt auch. Dann, ja. Okay, cool, danke schön. Jetzt sollten wir echt mal zur nächsten Stadt. Wir müssen unsere Autos reparieren und so. Nearest Camp. Jetzt fahre ich gar nicht zu den Radiosignalen und so, sondern versuche wirklich das nächste Camp so schnell wie möglich zu erreichen. Wir haben auch nicht mehr viel Benzin. Da unten wär's. Oh-oh. Na, schauen wir mal. Nachdem wir so durch die Wüste fahren, finden wir verschiedene verstümmelte Leichen, die langsam verwesen in der erbarmungslosen Wüstensonne. Also nicht in der Sonne, sondern darunter. Wir sind in Raider-Territory, im Raider-Territorium. Camp. 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 Okay, schauen wir mal. Select Car. Ich weiß gar nicht, wer ist überhaupt. Du bist der mit der Kettensäge oder wie? Du bist der, den wir da gefunden haben, oder? Aid. Advanced Impact Defense. Parking Aid, Ramming Damage. Ah ja, genau, das ist der so gern rammt. Weil ich habe das jetzt erst verstanden. Im Tutorial sieht man das gar nicht. Aber da kommen immer wieder Objekte in den Weg, denen man ausweichen muss. Und theoretisch kann man Gegner dann quasi vor Wände oder irgendwelche Trümmer rammen. Das ist eigentlich echt ganz cool. Der muss dringend repariert werden. Repair Car, 5 Schrauben. Das geht ja. Oh, ach so, aber nicht vollständig. Okay, außerdem könnten wir mal upgraden, das stimmt eigentlich. Kannst du jetzt eigentlich nur nach hinten schießen mit der Waffe, so wie du sie jetzt hast, oder kannst du auch noch vorn schießen? Das sind noch so Kleinigkeiten, die weiß ich nicht. Also gut, wir haben hier eine Chainsaw. Extra Damage to Ramming Attacks. Die sollten wir, wenn, dann ihm hier draufbauen. Er rammt gerne. Er hat ja auch noch einen Slot frei. So. Jetzt hat er zwei Kettensägen, wenn ich mich nicht täusche, und ein Ram-Aid-Ding. Also er ist jetzt voll der Rambo. Muss ich mir merken. Heißt ja auch Rammstein. Der rammt halt. Der Rammstein. Hier könnte ich jetzt einen zweiten EMP-Blaster benutzen. Den habe ich ganz vergessen einzusetzen. Aber jetzt haben wir zwei auf unserem Hauptauto. Und dann hätte ich noch was Weißes. Weiß kann man nur aufs Hauptauto setzen. Ein Taunter. Damit kann ich Gegner anscheinend provozieren und dazu bringen, dass sie mich angreifen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Und irgendwie kann ich es auch nicht platzieren da oben. Ach, weil da ein U ist, ein kleines U. Aber meine Slots haben nur kleine Cs. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Dann verkaufe ich den Taunter. Das ist auch okay. Okay. Dann werde ich die Autos mal ein bisschen upgraden, oder? Mehr Lebensenergie, mehr Rüstung.
Mehr Lebensenergie, mehr Rüstung. Ach so, das muss ich erst noch confirmen, sonst passiert's nicht. Und jetzt will ich aber mal schauen, was der im Angebot hat und ich weiß nicht, wie es geht. Ah ja, hier, X-Shop. Benzin wäre nämlich echt gut. Wir brauchen Benzin. Und ansonsten sehe ich hier nichts, was ich unbedingt haben will. Dann kaufen wir noch mehr Benzin. So. Und dann hauen wir wieder ab hier. Wir sind repariert. Wir sind ein bisschen upgegradet. Wir haben die Waffen ausgerüstet. Passt. Los geht's. Was machen wir jetzt? Genau, den haben wir jetzt. Müssen wir den schon irgendwie... Tatsächlich, wir können nur zwei Questgegenstände gleichzeitig haben und müssen dann zurück zur Basis fahren damit. Aber gut, einen könnten wir noch. Ah, da unten ist jetzt, glaube ich, die Plage. Die Krankheit, die ausgebrochen ist. Wir finden das Wrack des Heilmittelkuriers. Sieht so aus, als wäre er angegriffen worden. Wir sichern das Wrack für die Heilung. Einige Raiders kommen plötzlich von irgendwoher. Sie haben auf uns gewartet. Auf einen neuen Herausforderer. Ich versuche mal, die Cargo schnell aufzuladen und abzuhauen. Okay, wir haben keine Chance. Los geht's. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich irgendwie... Ich kann irgendwie keine... Ich dachte, ich muss mal schauen. Ich dachte, man kann irgendwie... Ah ja, Pause auf X. Genau, das wäre nämlich echt gut. Funktioniert nur leider nicht. Also vergessen wir's. Hätte es wirklich ein bisschen schade, dass das nicht funktioniert. Das wäre nämlich echt gut. Pause Game. X steht da. Und ich habe auch in den Optionen, glaube ich, eigentlich Pause aktiviert, ne? Am Anfang. Nee, gibt's aber leider nicht. Das wäre nämlich schon sehr hilfreich. Schade irgendwie. Oh, oh, du da! Schnell weg hier! Oh, nein, 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 nein! Ah! Ich hab's zu spät gesehen. Shit. Bleib da unten, bleib da unten, bleib da unten. Oh, wir haben unseren Rambo verloren. Unseren Rammstein-Rammer. Das ist ja doof. Ich hab's zu spät gesehen, leider. Hä? Was ist denn jetzt los? Okay. Naja, schade. Haben wir halt einen verloren. Ram ist eh komisch. Aber dass ich nicht pausieren kann, finde ich richtig doof, weil das wäre... Dann würde mir das Kampfsystem, glaube ich, auch sogar echt ein bisschen Spaß machen. Wenn das funktionieren würde, dass ich pausieren kann und dann quasi Befehle gebe. Wie man halt bei Faster Than Light eben zum Beispiel, weil wir vorher drüber geredet haben, auch jederzeit pausieren kann. Das wäre schon gut. Naja, schade. Hilft ja nix. Fahren wir mal da runter, da ist noch irgendwas. Wie spät ist es eigentlich? 9. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Kein Stress. Einen kleinen Fleck in der Ferne können wir ausmachen. Sieht wie eine Person
aus, die zu Fuß durch die Wüste wandert. Gehen wir mal hin. Als wir näher kommen, ist es nur ein personenförmiger Kaktus. Okay, na dann. Warum nicht? Hast du nicht am Anfang Pause eingestellt? Ja, eben. Ich glaube eben schon. Ach, ausgestellt? Könnte sein, dass ich es versehentlich ausgestellt habe, obwohl ich es einstellen wollte. Möglich. You arrive at Shanty Sands. It looks like a small. Aha. Eine kleine Agrarkultur-Community namens Shanty Sands. Gehen wir mal in die Stadt. Kommt mir leicht bekannt vor. Wir lassen unseren Konvoi hinter uns und betreten die Stadt zu Fuß. Wir werden beim Eingang von einer Person gestoppt, die sich als Steve zu erkennen gibt. Willkommen in Shanty Sands, Fremder. Was ist ein Shanty Sands so? Du stehst gerade drin, danke. Wer ist der Anführer der Stadt? Sein Name ist Stanford. Der Anführer unserer Community ist ein echter Held. You can always find him at. Man findet ihn immer in der Community, Communal Hall beim Arbeiten. Über den ehemaligen Torwak-Angestellten fragen. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf komme. Ah, der Kerl. Der anscheinend ist der hier irgendwie in der Stadt. Der kam in Shanty Sands vor nicht allzu langer Zeit an und sagt, er will jetzt ein ruhiges Leben leben. Er ist die meiste Zeit drin und hält sich aus Schwierigkeiten raus. Also ist es uns relativ egal. Ich kann dir zeigen, wo er lebt, aber es kostet dich was. Ja, hier 50 Schrauben. Wir gehen zum Haus des ehemaligen Torwak-Angestellten und klopfen an die Tür. Ein ungewaschener Mann mit schmierigen Haaren öffnet die Tür. Sein rechtes Auge zuckt so ein bisschen. Vielleicht ein kybernetisches Implantat. Was zur Hölle willst du hier? Ich frage ihn über Compression Coils aus. Ah ja, das ist hier unsere Hauptquest. Compression Coils, hä? Ja, die kenne ich. Hab an ihnen gearbeitet. Als ich noch für die Torwak-Bastarde gearbeitet habe. Viel Glück, die zu bekommen, die geben die nie raus. Es sei denn, ja. Ich würde mich gerne an diesen Bastarden rächen, die mir das angetan haben. Für das, was sie mir angetan haben. Ich weiß, wo sie diese Compression Coils herstellen. Wenn wir darüber in die Fabrik gehen und sie so richtig kaputt machen, überlege ich es mir. Ah, nee, dann überlege ich es mir nicht, sondern dann sind wir quitt, quasi. Also mit der Fabrik, meint er. Mit den Bastarden von, wie heißen die? Torwak. Ist anscheinend eine Firma. Okay. Und dann könnten wir auch ganz leicht so eine Compression Coil dafür rausholen. Und ich stelle auch sicher, dass du sie noch benutzen kannst. Na dann, dann machen wir das. Ich heiße übrigens Barry, sagt er noch. Gut. Also gut. The two of you head back. Wir gehen zurück zu unserem Konvoi und Barry freut sich schon riesig drauf, die alle kaputt zu machen. Oder so. Er gibt mir die Koordinaten der Torwak-Einrichtung. Eine Kohlefabrik. Okay, los geht's. Fahren wir dahin. Verschiedene Radarfahrzeuge nähern sich dem Konvoi. Wir hören übers Radio eine Stimme, die sagt: Ever done the Midnight Fandigo bathed in Devil Blood? Was?
schon jemals in Teufelsblut gebadet den Midnight Fandango aufgeführt. Wir bereiten uns fürs Tanzen vor. Die zwei EMP-Kanonen, die wir jetzt haben, sind schon echt nützlich. Die helfen uns schon ganz schön. Aber wir kriegen echt ein bisschen viel Schaden. Bisschen zu viel Schaden für meinen Geschmack. Unser Hauptauto hält nicht mehr viel aus, leider. Aber den einen können wir jetzt vielleicht mit ein bisschen Glück relativ permanent stunnen, zumindest. Was? Friendly Fire? Ich habe gerade eine Friendly Fire Trophäe bekommen. Also Achievement. Okay. Das war knapp. Ich befürchte, bei dieser Fabrik, wo ich jetzt hinfahren werde, werden wir Game Over gehen, aber das ist in Ordnung. Das ist schon okay. Dann können wir heute noch ein Spiel uns anschauen, bevor es zu Ende geht. Noch ein Random-Drop-Spiel. So, endlich wieder Straße unter den Rädern. Das geht gleich ganz anders. Das geht gleich viel schneller. Ich befürchte, jetzt müssen wir die Straße dann gleich wieder verlassen. Wir kommen an einer einsamen Figur vorbei, die am Straßenrand steht. Seine Arme ausgestreckt und einem Daumen nach oben. Ah, Hitchhiking. Ja, per Anhalter fahren. In dieser Gegend? Ernsthaft? Wir halten an und reden mit ihm. Der Mann erklärt uns, dass er ein freigeistiger Geist ist. Das ist im Deutschen ein bisschen komisch, das stimmt. A free-minded spirit. Ein freigeistiger Geist. Auf Seelensuche. Während er über Omeg Prime wandert. Sein nächstes Ziel ist nicht so weit von hier entfernt und er fragt dich, ob er mitfahren darf. Naja, komm mit. Wo ist denn sein nächstes Ziel? The Hitchhike Rider. Ah, das ist schon ein Stück. Ich glaube, tut mir leid, Hitchhike Rider. Quatsch. Anhalter. Du musst jetzt mit uns mitkommen auf unsere Quest erstmal. Na gut, ich schau mal zu dem Radiosignal. Oh oh, eine seltsame Torwak-Sendesignals-Dingens haben wir hier gerade gefunden. Die schauen wir uns mal genauer an. Schnell nähern sich plötzlich einige Einheiten, einige Fahrzeuge. Sieht so aus, als hätten die Torwak das für als eine Falle benutzt, dieses Radiosignal. Na dann, los geht's, Torwak. Oh shit, ich glaube, das war unser letzter Kampf. Ah! Game over. Haben wir was freigespielt? Wenigstens. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Wahrscheinlich habe ich es wirklich versehentlich ausgemacht, Pause, oder? Nee, wir haben nicht mal was freigeschaltet. Ich bin enttäuscht. Easy? No, Pause habe ich angemacht. Ich wollte aber Pause haben. Selber doof, aber dann weiß ich wenigstens, was los ist. Okay, cool. Ich finde, das ist ein nettes Spiel. Kann mir gut vorstellen, dass ich das heute nochmal oder morgen oder am Wochenende nochmal privat einwerfen werde. Eine Runde. Das hat Potenzial.